Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Und wenn ihr gerade super gestresst seid, keine Sorge, lehnt euch zurück. Ihr könnt euch jetzt zusammen mit uns entspannen. Es wird wahrscheinlich mein Lieblingsvideo aller Zeiten. Wir gucken uns gleich gemeinsam die schönsten, ordentlichsten, sortiertesten Sortierungen an. Ihr werdet sehen. Glaubt mir und vertraut mir, das wird so toll. Kopf heraus im Bereich, volle Helligkeit. Ups, jetzt ist schwarz. 3, 2, 1, lehnt! Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr jetzt schon entspannt seid. Vicky, du verpasst alles. Entschuldigung, nochmal. Es wird ein Schreibtisch organisiert. Allein schon diese Farben. Ich bin mir nicht sicher, ob es mich vielleicht nicht auch irgendwie stresst. Ja, okay, sie dürfen nicht zu schnell spulen vielleicht. Ich klicke es daran. Es stresst mich auch, dass es für mir zu Hause nicht so schön aussieht. Oh, ja. Also wenn man das so sieht, könnte man denken, du könntest auch mal wieder aufräumen. Du auch. Ja, ich weiß. Okay, aber vielleicht sind wir nach diesem Video alle motiviert und gehen alle in unser Zimmer aufräumen. Ha? Wie wär's? Jetzt wird erstmal der Kühlschrank einsortiert. Komm kaum hinterher zu gucken, was es da alles gibt. Was war denn das jetzt? War das Butter? Aber Butter muss doch in den Kühlschrank. Aber was kann man sonst da drin lagern? Aber die ist auch so angegriffen. Das ist ja auch so Butter, aber man kann Butter doch nicht so duck, duck, duck machen. Seife? Vielleicht. Lecker. Die haben auch so tolle Behältnisse dafür. Aber guck mal, sie kauft von allen 5 Stück mindestens. Entweder sie hat super viele Kinder oder das schmeckt halt so gut, dass die halt immer, immer, immer das Gleiche essen. Diese Chips, immer und ewig. Oder es ist eine Limited Edition und man muss jetzt viele kaufen und nachher ist weg. Oder sie sind einfach verfressen. Oh, Waschpulver, das finde ich so cool. Und die sind auch richtig schön beschriftet, die Gläser. Da steht auch immer, was da drin ist. Und es ist einfach viele Farben. Wow. Aber wie viele verschiedene Waschpulver hat sie denn so? Da macht Wäsche waschen Spaß. Oh. Alles arrangieren auf einer Marmordrehplatte. Hallo? Wow, die schönste Waschküche aller Zeiten. Hä? Bei den meisten Leuten sieht es nicht mehr im restlichen Zuhause so aus wie bei ihr in der Waschküche. Oh, könntest du bitte meine Sachen waschen? Nee, eigentlich will ich bei ihr waschen, weil sie es so schön hat. Darf ich bitte bei ihr ihre Sachen waschen? Oh, das ist ein Online-Shop. Zuerst nimmt sie ein Körbchen, wo alles reinkommt, was der Kunde oder die Kundin bestellt hat. Und dann noch Sticker. Oh, die werden auch bestellt. Oder gibt es dir das Geschenk? Wie niedlich. Das stelle ich mir ganz schön lustig vor. Das war eine große Bestellung. Alles mit Seidenpapier einpacken. Und ab die Post. Hat sie gerade ihr eigenes Klebeband ausgedruckt? Das sieht aus, als würde es einfach Spaß machen. Jeden Tag einfach so die Bestellungen abarbeiten und verpacken und immer so die schönste Verpackung von allen haben. Toll. Ich will auch einen Online-Shop. Das ist ja mini, mini, mini klein. Das ist ja noch viel kleiner als für Kinder, als so ein Puppenhaus. Das ist ja wie für so Lego. Aber das sah alles so echt aus. Diese Mini-Tiefkühlpizza und der Mini-Kühlschrank. Und da stand auch eine Marke auf diesem Joghurt. Wer beschriftet das denn so mini? Vielleicht Mini-Menschen mit Mini-Händen und Mini-Pinseln. Ich glaube, es ist wieder ein Schreibtisch. Ich liebe diese Aufbewahrungsdinger mit den Abteilungen. Ja, weil man findet einfach für jede Abteilung irgendwas. Und dann sieht es so sauber aus und es kommt halt immer wieder da rein. Es bleibt ordentlich. Und für alle super Overchaoten habe ich noch einen Tipp. Wenn ihr nicht mehr schafft, die Schere wieder in das richtige Fach zu legen, dann müsst ihr dieses Fach auch noch beschriften. Weil wenn da drin steht Schere, werdet ihr bestimmt dann nicht mehr den Kleber reinlegen. Ist so. Das geht gar nicht. Das ist psychologisch gar nicht möglich. Ich finde, wir sollten so eine Aufgabe Sendung im Fernsehen bekommen. Ja, und dann kommt aber die Polizei. Was? Das ist einfach nicht legal, dass wir im Fernsehen so eine Aufräumsendung machen und bei uns zu Hause sieht es aus wie im Größten. Du meinst bei dir zu Hause, bei mir zu Hause sieht es besser aus. Aber ich habe richtig gute Aufräumtipps. Ich habe auch immer Filmtipps, wo ich die Filme noch nicht selbst gesehen habe. Das stimmt, sie empfehlen immer alles Mögliche. Aber das sind gute Sachen. Ich empfehle nur Sachen, die ich auch empfohlen bekommen habe, wo ich ja noch nicht geschafft habe, das zu gucken. Empfehlt Vicky mal ein paar schlechte Filme, dann blamiert sie sich. Diese Bananen sehen irgendwie nicht echt aus. Boah, wie viele Getränke. Wieso haben die alle so riesige Kühlschränke? Das passt doch in keinen normalen Kühlschrank rein. Aber wenn man alles auspackt und umfällt, dann hält es ja gar nicht mehr so lang. Die hat gerade die Wurst aus der Verpackung genommen. Und dann hat sie, glaube ich, noch das Ablaufdatum draufgeklebt auf die Box. Ja, aber das ist halt... Vielleicht wusste sie schon, dass sie das eh heute Abend essen wird. Dann lohnt es sich ja erst recht nicht, das in die Box zu packen. Da wird die Wurstpackung auf den Tisch gelegen, fertig ist. Sie muss mindestens 10 Kinder zu Hause haben. Oh, lecker. Dürfte ich nur mal 10 Minuten mich mit ihrem Kühlschrank beschäftigen? Das ist halt einfach so mein Traumkühlschrank. Guck mal, wie groß der ist. Also da müsste auch gar nichts drin sein. Ich will einfach nur diesen Kühlschrank. Und wenn es sehr heiß draußen ist, kann man sich reinsetzen. Ich will auch einen Kühlschrank mit Lade. Das ist so fancy. Das ist ja mein Next Level. Die Getränke auch noch rumfüllen.
Natürlich. Das fühle ich mich echt unordentlich. Und was hat dieses Klopapier jetzt hier zu suchen? Hey, du hast doch dein Klopapier auch in so einer Box. Aber das noch nicht bei der Kaffeemaschine. Oh, also zwischen Orangensaft und Kaffee, das Klopapier ist wirklich verwirrend. Naja, also von Orangensaft und Kaffee muss man pipi. Kann man auf dem Weg zum Klo gleich eine Rolle mitnehmen. Wird das auch verkauft oder ist das ein Schreibtisch? Das ist ein Schreibtisch. Oh, wie niedlich. Alles im Kawaii. Cool. Ich muss euch aber auch so ein kleines bisschen enttäuschen, weil das sieht jetzt voll toll aus. Ich räume auch manchmal zu Hause auf. Und es hält dann genau einen Tag. Bei ihr hält es wahrscheinlich auch nicht viel länger. Vor allem, das sieht auch auf Video, sieht es manchmal noch besser aus als in echt. Manchmal mache ich so eine Story und denke so, wow, wie schön. Und in echt sieht es halt so nur 60% davon so schön aus. Ah, da wird wieder was verkauft. Kugelschreiber mit riesigen Diamanten drauf. Oh, mit Sticker. Und alles schön einpacken. Das macht doch Spaß beim Auspacken. Puh, das ist aber auch wieder eine sehr große Bestellung. Lipgloss, die verkauft ja alles. Oh, was ist hier noch in Sonnenbrillen? Stempelt auf das Paket? Cool. Willst du dort bestellen? Ja, aber ich will ein Video, wie genau meine Bestellung dann verpackt wurde, bitte. Ding, 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 ding. Die füllt auch wieder die Getränke um. Mache ich irgendwas falsch, wenn ich das nicht tue? Öl. Oh, okay, das haben aber viele Leute, so eine Ölflasche. Ich habe eine Ölsprühflasche. Die haben wir mal für ein Video gekauft und die ist noch immer in Benutzung. Da fülle ich auch dann mein Öl immer ein. Oh, Gewürze. Die sind bei mir auch abgefüllt. Siehst du, ich habe mein Leben auch im Griff. Das ist ja schon wieder Mini. Was sind denn das für Leute? Also, wo gibt's denn diese Sachen? Das ist eine iPad-Verpackung, die voll echt aussieht. Die geht halt wirklich einkaufen. Das ist ein richtiger Supermarkt. Aber in welchem Supermarkt gibt's ein iPad und dann Getränke und Cornflakes und Chips? Naja, in Amerika, diese großen Supermärkte, gibt's auch Fernseher und. In alle Richtungen ewig lange Gänge. It's never ending. Leute, pastellfarbene M&M's, die sind ja wunderschön. Ihr werdet nicht glauben, wo wir hier sind. In der Pinata-Abteilung. Es gibt jede einzelne Farbe. Mediamarkt oder Saturn? Wofür? Man geht einfach in den Supermarkt und kauft sich einen neuen Fernseher. Cornflakes-Abteilung. Ich raste aus. Richtig gesehen, das sind auch Cornflakes. Kurze Zwischenfrage mal eben. Seid ihr schon entspannt? Seid ihr schon so richtig in eurem inneren Frieden? Oder seid ihr gestresst, weil ihr denkt, bei euch sieht es nicht so aus? Sorry. Ein Schreibtisch, Tumblr-Makeover. Oh. Ich habe einen Tipp für euch. Ich habe heute viele Tipps. Stellt zu eurem Schreibtisch keinen Spiegel. Da muss man immer reingucken. Dann kann man sich selbst beim Lernen beobachten. So, du bist schlecht in der Schule. Nein, man sagt, oh, wie gut siehst du denn aus, während du da Matheaufgaben löst. Dankeschön. Vielleicht ist es eine Motivation. Dann kann man sich immer so selbst Komplimente geben. Ach, das hast du ja eben gut ausgerechnet. Ach, schon wieder Snacks. Viele Snacks. Duck, 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 duck. Diese Familie liebt es zu snacken. Du willst mir erzählen, dass die diese ganze Wurst heute wegessen? Das muss eine 15-köpfige Familie sein. Oh, verrückt. Das ist ja auch der Punkt, den ich immer kritisiere. Man darf das Obst nicht vorher abwaschen, weil es wird dann schlecht. Bleibt frischer, wenn man es erst kurz vor dem Essen abwascht. Das habe ich von meiner Mama gelernt, das mache ich immer so. Aber vielleicht solltest du mal den Test auch wirklich machen. Manchmal werden Sachen gesagt, die einfach nicht stimmen. Weil irgendjemand hat das gesagt und dann wird es ewig weitererzählt und es ist blöd. Sagst du gerade, dass meine Mama etwas sagt, was nicht stimmt? Vielleicht hat sie es halt auch noch nie getestet und ihr wurde es auch falsch gesagt. Pass mal lieber auf. Und wieder eine Bestellung. Aber was ist das? Schlüsselanhänger. Ohrringe. Das sind Ohrringe. Zauberwürfel als Ohrringe? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das ist eine ganz neue Sparte auf TikTok, wie man zeigt, wie man seine Bestellungen verpackt. Irgendwie cool. Waschmittel, Vicky, halt dich fest. Es geht wieder los. Oh, alleine schon, weil das so schön aussieht, will ich mir jetzt Duftperlen für mein Waschmittel kaufen. Hey, das ist toll, Duftperlen. Ja, und die sehen schön aus. Das ist noch viel wichtiger. Also verwenden Sie am besten nie. Ja, ich stelle die nur ins Regal. Ich mache denen so eine schöne Dose. Das ist doch wieder die gleiche. Die hat schon wieder diese Marmorschachtel für ihre Dinger. Das ist die gleiche. Sie hat einfach diesmal pinke Duftperlen und keine lilanen. Oh, lecker. Chips. Also das ist ja nochmal Next Level. Jetzt lernen die schon die Chips in woanders rein. Die trocknen ja aus. Aber Chips sind ja trocken. Aber Gummibärchen zum Beispiel werden hart. Nimmt man dann gleich die Box mit und isst aus der raus? Ich glaube, deswegen kaufen die immer die gleichen Sachen so. Ablaufdatum. Oh, ich weiß nicht, ob das nicht schon einer Behandlung benötigt. Nein, nein, nein. Sie hat es sehr gut durchdacht. Sie hat jetzt die alten Kaffeebohnen rausgekippt, hat die neuen unten rein und dann die alten wieder oben drauf. Das heißt, die machen das wirklich gut. Ich bin Fan. Ich will auch so werden. Aber eigentlich hast du ja dein Leben auch schon mal versucht zu ordnen. Ja, manche Sachen sind gut geblieben. Ihr könnt ja
mal schreiben, ob ihr ein Update sehen wollt oder ob ich mit neuen Räumen und neuen Schränken weitermachen soll. Das Video ist nämlich ziemlich gut bei euch angekommen. Schreibtisch! Das ist ja eine gute Idee. Das sieht fancy aus. Aber es bringt halt genau nichts, wenn man dann schwarze Boxen draufstellt. Ja, das stimmt. Warum das nicht jeder so macht? Ich habe eine Schublade, da ist halt alles drin. Das ist Chaos, aber das ist so schlau. Hallo, hiermit bewerben wir uns. Wir arbeiten sehr hart an uns, dass wir unser Leben bald im Griff haben. Und ihr könnt uns begleiten. Seid ihr das Kamerateam, das uns ins Fernsehen bringen kann? Hi. Kühlschrank-Time. Aufputzen ist sehr wichtig. Aber wieso ist denn der Kühlschrank leer? Na, alles aufgegessen. Die gehen vielleicht nur einmal im Monat einkaufen. Dann ist alles aufgegessen bis zum letzten Saftpäckchen. Und dann putzen und neu einkaufen. Das dauert den ganzen Tag, das Einkaufen. Das Dressing. Alles sieht toll aus. Ganz ehrlich, wenn ich die Lade aufmache, ich würde das Obst essen. Ja, das ist gewaschen, das ist vorbereitet. Vielleicht ist das halt echt schlau. Oh, Schreibtisch-Makeover, das 100.000. Ich dachte gerade, das ist Mini. Ist das Mini? Das ist Mini. Vielleicht ist es eine große Hand. Ein Mini-Schreibtisch? Oder normal groß? Ich bin schon ganz verwirrt. Ich habe auch so einen Ständer zu Hause, den gibt es bei Ikea. Aber ich habe keinen Schreibtisch. Komm, Billy, sagen wir ciao. Tschüss, ihr Lieben. Lasst uns super gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr seid jetzt entspannt. Dann könnt ihr uns einen ganz entspannten Daumen geben. Und einen entspannten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen.